hat sich die gute Lupita gut behütet drinnen in einem Zelt entwickelt. Wohl ein, zwei Wochen länger als nötig und mit insgesamt etwas zu wenig Licht, aber das Ganze soll ja auch ein Beispiel für super low budget sein. Also alles nicht ideal, aber dafür günstig und sicher nicht schlecht. Nun gut, machen wir weiter mit der mittleren Lebensphase der guten Lupita. Es ist Mitte Juni, es folgen die längsten Tage des Jahres und sie zeigt auch förmlich, wie ihr die echte Sonne gefällt. Ich habe mich leider nicht getraut, sie schon früh herauszustellen, weil die Nächte Anfang Juni noch ziemlich kühl waren. Hätte ich aber sollen, vor allem weil die Alpine Delight CBD ja für kühlere Gefilde gedacht ist. Euch fällt vielleicht auf, dass sie so manchen Location-Wechsel erlebt. Und es geschieht zwar natürlich nichts Illegales, aber ich wollte eventuelle überflüssige Sichtungen seitens der Nachbarn so gut es geht vermeiden, was auch geglückt ist. In der zweiten Junihälfte wird es schon fast etwas zu warm für die alpine Sorte, aber sie fühlt sich wohl. Gegossen wird sie immer noch nur mit Wasser, vor allem weil die Allmix-Erde ja reichlich vorgedüngt ist. In der sechsten Woche beginnt allmählich die Blütenbildung. Zu Beginn der siebten Woche gibt es dann das erste Mal etwa einen 3/4 Liter Düngelösung mit knapp 1 Milliliter Grow und Dopmax, 2 Milliliter Bloom und zwecks pH-Wert auch noch ein paar Tropfen Zitronensaft. Inzwischen ist es eigentlich schon deutlich zu warm für die Alpine, aber die Sortenauswahl ohne THC ist halt leider begrenzt. Ein paar Ungereimtheiten auf den Blättern treten auch allmählich auf. Darüber und über die Freude, die so eine Pflanzenlady einem während ihrer Entwicklung spendet, unterhalten wir uns dann nächste Woche im Detail. Nun gut, widmen wir uns der guten Lupita. Sie hat sich bisher einige Wochen drinnen aufgehalten, kam dann in einen wunderschönen großen Tontopf nach draußen, machte draußen von Anfang an einige Location-Wechsel durch und lacht seitdem weitgehend fröhlich der Sonne entgegen. Was die weißen Flecken auf den Blättern genau verursachte, ganz genau weiß ich's nicht. Mangelerscheinung hat keine dazu gepasst, Überschüsse sehen auch ganz anders aus, es waren vermutlich Schädlinge, am ehesten die sogenannte Tripse. Dieser Streifen hier spricht auch für den Minierer. Ehrlich gesagt habe ich mich damals nicht wirklich intensiv darum gekümmert. Dachte mir, das erledigt schon die Natur. Hat sie glaube auch zu einem gewissen Grad. Es waren nämlich viele Wespen unterwegs, die gelten als Fressfeinde. Und die Entwicklung ging insgesamt ganz gut weiter. An Tag 56 bekam sie auch zum insgesamt erst zweiten Mal 1 Liter Dünger. Mit 0,5 Milliliter Grow und je 2 Milliliter Bloom und Dopmax. An Tag 60 gab es gleich die nächste und auch letzte Düngung. Wieder 1 Liter und diesmal mit 1 Milliliter Grow und je 3 Milliliter Bloom und Dopmax. Es ging sozusagen dem Anfang vom Ende entgegen. Ich wollte sie keinesfalls früh überdüngen, deshalb hat sie insgesamt nicht viel gekriegt. Sie schien mir nun aber etwas hell. Hell im Sinne von leicht defizitär. Hier und da stand die gute auch im Regen, was wohl so manchen Nährstoff rausgespült haben dürfte. Für die letzten Tage der etwas rapideren Entwicklung sollte sie nun aber gut versorgt sein. Deshalb gab es noch die etwas stärkere Mischung. Tag 66. Die Fäden begannen sich bereits zu verfärben und die Trichome zu wachsen. Schien mir ein guter Zeitpunkt, die gute ein wenig zu spülen. Dafür hier im Freien einfach etwas hochgebockt und mit dem Gartenschlauch reingelangt. Hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Viele sagen auch, ist mit biologischem Dünger gar nicht unbedingt nötig, aber ich wollte es mal getan haben. Nach mehr als 10 Wochen gespült und doch sichtlich von so manchem Schädling geplagt, wirkt die Gute allmählich etwas blass und mitgenommen. 2 Tage später, also an Tag 76, ging es ihr dann an den Kragen. Und bei genauem Hinsehen sieht man auch, dass sie hier und da etwas angefressen ist. Einige der kleinen Punkte dürften Eier von irgendwas gewesen sein. Naja, aber sie ist einigermaßen gut durchgekommen. Ja, sie ist halt die wilde Natur im Vorstadtgarten. Und 3 verschiedene Pestizide draufhauen, damit sie am Ende etwas mehr abwirft, ich weiß nicht. Hier noch ein paar Aufnahmen, wie man ein solches Pflänzchen ernten bzw. stutzen würde. Wie gesagt, vollständig ernten tue ich sie nicht, auch wenn kaum THC drin ist, will ich da kein Risiko eingehen. Die Pflanzenteile wandern zurück in die Natur. Einige sagen, sie lassen die kleinen Blätter dran, dann ist das Material am Ende im Schnitt etwas weniger potent. Viele wollen das genauso, ist also Geschmackssache. Ich stutze sie auch deshalb, damit ich einen genaueren Blick auf die inneren Bereiche und den Grad des Befalls kriege. Hier und da hüpft zwischen den Blättern dann auch eine kleine Spinne raus oder fiel eine Raupe runter. Naja, wie gesagt, die Natur. Zu guter Letzt noch kurz einige Punkte, die man anders bzw. besser hätte machen können. Zunächst hätte sie wohl ziemlich von Beginn an mehr Licht vertragen. Dafür hätte man entweder den Abstand zu den 6000 und 4000 Kapiernen noch mehr verringern oder gleich mal was Stärkeres installieren können. Ein etwas größerer Starttopf hätte sich wohl auch positiv auf die Wuchsgeschwindigkeit ausgewirkt. Ich hätte sie auch schon früher umtopfen und vor allem früher unter die Sonne stellen sollen. Ich machte mir wie erwähnt Sorgen wegen der nächtlichen Temperatur. Das hätte der Alpine Delight aber wohl nicht viel getan.
Ordentliche Wuchsgeschwindigkeit von Beginn an ist bei Autoflowerpflanzen deshalb so wichtig, weil deren Lebensdauer vorprogrammiert ist. Jeder Tag mit unzureichender Entwicklung ist dann quasi ein verlorener Tag. Bei photoperiodischen Sorten beginnt dieser kleine Wettlauf erst mit Umstellung des Lichtzyklus in die Blütephase. Bezüglich der Erde werden auch Stimmen laut, dass die Allmix für schnellblühende Pflanzen nicht unbedingt die beste Wahl ist. Stattdessen hätte ich besser von Beginn an ausschließlich die Lightmix nehmen sollen und dann halt mehr düngen. Hier und da habe ich die gute in Sturm und Regen vergessen. Das war einfach nachlässig. Ist schwer schön zu reden. Und würde man es richtig ernst meinen, sollte man draußen bei Bedarf, zumindest ansatzweise, etwas Schädlingsbekämpfung betreiben. Es müssen ja nicht gleich Pestizide sein. Für so ziemlich jedes Problem gibt es eine ökologische Lösung. Nun Leute, das wäre dann auch schon das Ende der lieben Lupita. Ich hoffe, es war hier und da interessant oder zumindest unterhaltsam. Lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat und wir sehen uns nächste Woche wieder.